Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir von den Freien Demokraten möchten ein Gesundheitswesen auf höchstem Niveau, welches aber auch nachhaltig von Bürgern und Gesellschaft finanziert werden kann. In den letzten 10 Jahren sind die Gesundheitsausgaben pro Kopf um über 25% gestiegen. Das ist weit oberhalb der Inflations- und Lohnentwicklung. Auf der anderen Seite ist der Medizinbereich der Jobgarant in Schleswig-Holstein. Wir sprechen hier über ein Thema, welches im Endeffekt im Bundestag entschieden werden muss. Dass die Landesjamaikaner in einigen bundespolitischen Themen unterschiedlich positioniert sind, ist bekannt und auch in Ordnung. Schließlich sind wir 3 unterschiedliche Parteien. Solidarische Bürgerversicherung. Was ist denn in Ihrem Sinne solidarisch? Wie lautet Ihre Zielsetzung hier bei der Gesundheitspolitik? Macht Ihre Drucksache das Gesundheitswesen im Land besser? Werden Pflegekräfte besser bezahlt oder mehr wertgeschätzt? Ja? Oder sinken die Krankenkassenbeiträge, sodass den Arbeitnehmern mehr von ihrem Lohn bleibt? Gesundheit muss in diesem Land bezahlbar sein. Ihr Vorschlag verschlechtert die Finanzierung unseres Gesundheitssystems eher noch, weil es sämtliche Marktmechanismen, die es braucht, um eine Fortentwicklung zu schaffen, ausschaltet. Sie würden ein weiteres sozialpolitisches Finanzdesaster schaffen, so wie es derzeit mit der gesetzlichen Rentenversicherung haben, die nur aufgrund der Subventionierung, die aufgrund der Subventionierung des allgemeinen Steueraufkommens kaum noch zu halten ist. Seien Sie doch konsequent, liebe SPD, und schaffen Sie die Beitragszahlung die Beitragsfinanzierung der Krankenkassen komplett ab und lassen diese direkt aus dem Steueraufkommen der öffentlichen Hand bestreiten. Das wäre zumindest konsequent. Ja. Eine Zweiklassengesellschaft zu beklagen und diese zu beseitigen, indem man die selbst als privilegierte Variante Privatversicherung abschaffen will, ist doch vollkommen unlogisch. In Ihrer Pressemitteilung, Herr Heinemann, sehr geehrter Herr Abgeordneter Heinemann, sprechen Sie davon, dass ein Patient nicht im Krankensaal liegen darf, weil er gesetzlich versichert ist. Ich denke, da stimmen wir alle zu. Mit der Abschaffung der privaten Krankenversicherung fordern Sie, Ihrer eigenen Logik fordernd, also eine Patientenverbringung auf den Krankenhausfluren für alle. Herzlichen Glückwunsch. Ist es das, was Sie mit Solidarität meinen? Ich denke und hoffe nicht. Wenn man eine Schlechterstellung beseitigen will, dann schaffe ich doch nicht das vermeintlich vorteilhaftere Modell ab. Das wäre genauso intelligent, wie bei der Deutschen Bahn zur Verbesserung des Personenverkehrs die erste Klasse abzuschaffen. Wenn ich den Menschen etwas Gutes tun will, schaffen wir doch lieber die zweite Klasse ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dadurch, dass Sie von Zweiklassenmedizin sprechen und in Ihrer eigenen Pressemitteilung die Zustände bei den GKV bemängeln, sagen Sie ja selber aus, dass die private Krankenversicherung eigentlich die bessere Kasse zu sein scheint. Als freier Demokrat aber spreche ich mich für den Erhalt beider Kassensysteme aus. Es wäre aber wünschenswert, dass die 2 Versicherungsarten mehr für alle geöffnet werden und somit jeder Versicherungsnehmer wirklich die freie Wahl hat, ob er in die gesetzliche oder private Versicherung geht. Solidarität geht nur mit Solidität. Eine paritätische Verteilung der Gesundheitskosten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist wünschenswert. Wenn Parität aber alleinstehend das Ziel ist, wie es zum Beispiel jetzt in der Drucksache so formuliert ist, wäre es ja auch durch die Erhöhung des Arbeitgeberanteils leicht umzusetzen. Die Lohnnebenkosten und die Abgabenlast der Einkommen dürfen aus unserer Sicht aber nicht weiter steigen. Stattdessen sollten sie eher für alle sinken. Daher müssen wir über die Finanzierung unseres Gesundheitssystems sprechen. Dies kann und darf allerdings nicht isoliert betrachtet werden. Schließlich will hoffentlich keiner hier im Hohen Haus ein Lohndumping bei Pflegekräften, Arzthelferinnen und Arzthelfern. Die Finanzierung muss gemeinsam mit Versorgungssicherheit und auch Qualität sowohl für Patienten als auch für die beschäftigten Gesundheitsberufen diskutiert werden. Die Forderung nach Parität der Beiträge und der Verstaatlichung eines wesentlichen Akteurs des Gesundheitswesens wird hier nichts verbessern, ja nicht mal den Status quo halten können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Sozialausschuss wird zu beraten sein, ob aus dieser Drucksache noch etwas geschaffen werden kann, was in der Lage ist, unser Bundesland voranzubringen und sich weniger im Fahrtwind des Bundestagswahlkampfes bewegt. Über bundespolitische Positionierung der Sozialdemokraten sollten wir lieber noch vor der Bundestagswahl sprechen. Danach wird es wahrscheinlich nicht mehr so großes Echo geben. Wenn ich also noch einen Wunsch äußern darf für das Septemberplenum zum Thema bundespolitische Anträge, würde ich mich dann doch über einen Antrag zum Thema Vorratsdatenspeicherung freuen. Hier soll es ja nicht nur... Ja, auch gerne. Das ist aber schon durch. Zum Thema Vorratsdatenspeicherung.
soll es ja nicht nur unterschiedliche Sichtweisen zwischen Parteien, sondern teilweise ja sogar innerhalb der Parteien geben. Vielen Dank. Das Wort für die